Moin moin, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Und heute gibt es ja eine Runde Shakes and Fidget. Wir befinden uns heute wieder auf dem guten alten Server W, Nummer 50 und schwer zu erkennen an diesem grünen Ork hier. Und ja, dem gefürchteten Ork-Krieger. Und ja, wir sind auf einer ganz besonderen Stufe. Wir haben nämlich Stufe 393 erreicht, heute Morgen durch das Level-Up im Kalender. Ja, wir befinden uns jetzt gerade auf der höchsten Stufe, auf der besten Stufe für die meiste Erfahrung, für das meiste Erfahrungseinkommen. Ab der Stufe geht es jetzt wieder nur noch bergab. Jetzt steigt langsam die Goldkurve nach oben, das heißt, wir bekommen viel mehr Gold für unsere Quests, aber die Erfahrung nimmt jetzt pro Level immer stetig ab. So, das ist auf jeden Fall ein besonderes Level und es ist auch das letzte Mal, dass ich durch das Kalender-Level-Up profitiert habe gegenüber Paul, der ja, wie ihr ja wisst, ja auch in der Gilde spielt. Und wir haben ja hier eine kleine Challenge gehabt und haben sie ja immer noch jetzt. Und das wird halt auch eine Langzeit-Challenge oder ein Projekt werden. Besser gesagt, eigentlich ist das Ergebnis schon im Vorhinein klar. So, Paul spart sich halt Dungeons auf, ich spare mir keine Dungeons auf. So, welche Strategie ist besser? Natürlich die von Paul, aber durch das Projekt wollen wir euch das Ganze nochmal veranschaulichen, wie viel mehr Stats und wie viel mehr Erfahrung er da tatsächlich durch diese Dungeon-Spar-Strategie auch davon profitieren kann. So, ne? Kurzzeitig habe ich jetzt erstmal davon profitiert. Mein größter Trumpf, sag ich mal, war jetzt bisher immer das Kalender-Level-Up gewesen. Denn heute war es ja soweit gewesen und ich habe für das Kalender-Level-Up knapp 1,5 Milliarden Erfahrung bekommen. Ab 393 braucht ihr ja pro Level 1,5 Milliarden Erfahrung und ab 392 war es irgendwas um die 1,483 Milliarden Erfahrung oder so. Ja, aber sagen wir mal, ich habe rund 1,5 Milliarden Erfahrung durch das Kalender-Level abgemacht, die der Paul hier verloren hat. So, ne? Er hatte vor dem Kalender-Level-Up 3 Milliarden Erfahrung durch das Kalender-Level abgemacht. Das heißt, wir haben hier einen Unterschied von 200 Millionen Erfahrung, die wir jetzt hier durch das jetzige Level-Up gemacht haben. So, ne? Davor waren ja auch schon ein paar Kalender-Level-Ups, wo ich ein bisschen Erfahrung gesammelt habe, aber das wird dann natürlich durch diverse Dungeons nachher langzeitig aufholen. Ja, ansonsten noch vielleicht eine ganz erfreuliche News für den einen oder anderen. Wir in der Holzfällerhütte, wir haben wieder ein paar Plätze frei auf der Warteliste. Das heißt, falls ihr euch irgendwie bewerben wollt bei uns und vorhabt, mit uns zusammen zu spielen oder es in eurer Gilde euch nicht mehr so gefällt oder ihr irgendwie wechseln wollt in Zukunft, aber da noch nicht ganz genau wisst, ob ihr es machen wollt oder nicht, dann schreibt uns gerne an, schreibt den Offizieren und dann könnt ihr euch auf jeden Fall für einen Platz zumindest erstmal auf der Warteliste reservieren und dann werden wir da in Zukunft dann auf euch zukommen, wenn dann soweit alles passen sollte. Ne? Nur falls Interesse da ist, könnt ihr da sehr gerne eine Bewerbung, eine kleine an uns dann schicken. Ne? Gut, so viel erstmal zu den Förmlichkeiten. Ansonsten, ja, sieht es eigentlich ganz gut aus mit der Holzfällerhütte soweit. Wir sind natürlich sind wir 50 Leute, wie gesagt, falls jemand mal keine Zeit haben sollte oder sich abmeldet oder so oder ja, aus anderen Gründen halt geht so, ne, wenn halt im Privatleben irgendwas nicht passt, ne, was ja immer mal passieren kann, dann brauchen wir halt immer ein paar Leute, die dann halt sicherheitshalber auf der Warteliste sind, falls mal irgendwas Unvorhergesehenes kommt und jemand dann halt ausgewechselt werden muss. So, ne, das ist halt immer so ein bisschen die Sache und da wollen wir natürlich so schnell wie möglich dann unsere 50 Mitglieder dann voll haben in der Gilde, ne. Ja, abgesehen davon sieht es natürlich ganz gut aus. Wir sind momentan auf Platz 5, ja, aber ganz knapp mit Casino Royale hier am Kämpfen. Ihr seht das vom Ehrenabstand her, ne, ist das hier wirklich ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Und ansonsten bei den Störartigen, die sind jetzt momentan gerade auf Platz 30. Ich glaube, ja, ich weiß nicht, wenn ihr nicht ganz so harte Voraussetzungen habt, um in die Holzfällerhütte zu kommen, dann könnt ihr euch gerne auch bei den Störartigen hier bewerben. Ist auch ein illustrer Haufen und sind ja auch alles Leute aus der Community. Falls
ja, falls ihr die Voraussetzungen nicht ganz erfüllen solltet, was hier die Holzfällerhütte angeht, so, ne? Weil wir sind natürlich da ein bisschen strenger, was so die Auswahl angeht. Ja, ansonsten freue ich mich auf jeden Fall sehr auf das kommende Wochenende hier auf W50. Dort werden wir versuchen, ein paar Steine aus der Edelsteinmine zu ergattern, damit wir mal endlich so ein bisschen vorankommen, auch mal so langsam in den Dungeons, ne? Ich hatte mir aber auch überlegt gehabt, es ist natürlich kontraproduktiv, jetzt nach der Stufe 393 direkt Dungeons zu ballern, weil, ja, und das ist auch der Punkt, wo ich mir so überlegt hatte mit der Zeitmaschine. Ich wollte eigentlich die Zeitmaschine auf der Stufe 393 nehmen. Weil hier natürlich das ja, der Erfahrungs, der, ja, der, das Erfahrungseinkommen am höchsten ist so, ne? Aber was natürlich nachteilig ist, durch die Zeitmaschine bekomme ich natürlich sehr viel Erfahrung so, ne? Aber durch die Zeitmaschine entferne ich mich auch immer schneller von diesem Punkt, am meisten Erfahrung zu kriegen. Ne? Und das ist halt eben die Strategie von Paul, dass er halt möglichst lange in diesem Bereich sein möchte, wo man viel Erfahrung bekommt. Und dadurch, dass ich ja immer weiter Dungeons klatsche und jetzt auch die Zeitmaschine und sowas nehmen wollte, wo ich noch nicht ganz genau weiß, ich glaube, ich lasse sie erst komplett zulaufen. Ich entferne mich halt immer schneller von diesem Punkt 393, wo es die beste Erfahrung gibt, wenn ich Dungeons kloppe. Und dadurch bekomme ich ja viel, viel schneller, viel, viel weniger Erfahrung, bin zwar im Level weiter voran, aber bekomme schlechtere Quests. So, ich bekomme natürlich aber auch besseres Gold, ne? Und dadurch dann natürlich auch bessere Stat-Punkte. Ne? Das ist halt immer so ein kleines Hin und Wieder. Ja, aber da hatte ich mir überlegt gehabt jetzt, ja, Dungeons, wenn eine gute Chance da ist, werde ich Dungeons auch ballern, so, ne? Wenn eine gewisse Chance da ist, jetzt bei 0, was weiß ich, 0,3 oder 5%, da lohnt sich das für mich jetzt persönlich nicht, hier großartig in die Dungeons reinzugehen, weil das halt einfach viel zu kostenintensiv ist. Aber wenn da eine ja, reelle Chance da ist, den Gegner zu legen, ja, mit 100 Pilzen oder so, sag ich mal, Investment, was man da denn treffen sollte, vielleicht bei einer 1%igen Chance oder so, ja, dann mache ich das so, ne? Aber ansonsten ist es halt eher empfehlenswert, ja, relativ lange in diesem Bereich 393 zu bleiben und halt sich so langsam wie möglich von diesem Zeitpunkt zu entfernen, weil man natürlich so lange wie möglich auch die besten Erfahrungsquests mitnehmen möchte, so, ne? Und deswegen wird mir Paul nachher auch früher oder später in den Dungeons oder besser gesagt im Level auch deutlich weiter voraus sein, weil ich habe jetzt wie gesagt einen temporären Vorteil durch halt ein besseres Kalender-Level-Up als Paul, aber er hat halt einen viel längeren Vorteil durch viel, viel bessere Quests als ich und spart sich halt die Dungeons auf für später, wenn halt es nicht mehr so viel Erfahrung geben sollte. Und ja, klatscht die denn dort denn alle weg, ne? Wo ich dann nachher später denn keine mehr haben werde. So, ne? Ja, also es wird sich zeigen, wie viel besser denn die Strategie von Paul ist, so, ne? Aber ich hatte halt, wie gesagt, mir auch überlegt gehabt, ob ich auf dem Server hier Dungeons aufsparen soll, weil es so eigentlich offensichtlich eine bessere Sache ist, so, also auf jeden Fall besser als direkt die Dungeons zu nehmen. Aber auf der anderen Seite fand ich es halt das ganz cool zu veranschaulichen, wie viel besser man dann halt eben abschneidet, wenn man halt eben ja, Dungeons direkt rusht oder Dungeons halt aufspart, so, ne? Ja, das ist halt eine ganz coole Sache. Ja, ansonsten, wie gesagt, geht es auf W50 eher schleppend voran. Wir hatten ja jetzt Hexenkessel-Event, da hatten wir ja knapp 90 Etagen jetzt durch den Wirbelwind gemacht. Wir haben ein paar Stat-Punkte dazu gewonnen, aber die richtigen Stat-Punkte, die hageln jetzt halt bald rein, wenn wir die ja, Edelsteinmine skippen werden, also oder wenn wir Steine skippen werden, so gesagt, ne? Um dann halt ein paar neue Legendary Gems zu bekommen. Und ja, da wird sich, denke ich mal, sicherlich einiges an Verbesserungen anstellen. Und dann werde ich auch in der Arena und in der Ehrenhalle auch wieder ein bisschen besser abschneiden, als hier dauerhaft so in den 80ern, 90ern rumzudümpeln, wie es jetzt in letzter Zeit so der Fall gewesen war. Und gerade gewundert, was hier mit der Holzfällerhütte los ist hier. Ja, und deswegen, da freue ich mich auch auf jeden Fall schon drauf, dass es denn dort auch wieder ein bisschen bergauf geht. Wie gesagt, bis dahin werde ich noch ein bisschen meine Pilze hier und da zusammensparen, dass wir dann da nachher auch dann eine reelle Chance haben, auch ein bisschen, ja,
die richtigen Steine dann zu bekommen. Ne? Weil zum Festungsevent bekommt man halt eben nur große Edelsteine und das ist natürlich sehr gut. Außerhalb davon lohnt es sich überhaupt nicht, die Festung irgendwie oder die Edelsteinmine zu skippen, weil man dann halt auch mittlere und kleine bekommt und das will man natürlich nicht. Ne? Und ja, deswegen bin ich da auf jeden Fall sehr gespannt. So, der Würfelspieler gönnt heute nicht so richtig was. Ich gehe hier natürlich immer noch sehr doll auf Ressourcen. Seelen brauche ich nicht. Gold brauche ich auch nicht auf der Stufe. Ja, habe ich jetzt eben drauf verzichtet, aber mit Seelen, da bin ich auch so zugefüllt hier. Wie gesagt, ich muss jetzt erstmal meine ganzen anderen Gebäude hier auf Stufe 15 bringen, damit ich die Goldgrube weiter ausbauen kann. Ja, das fehlt mir natürlich auch noch. Und ja, dann werden wir zum Schluss jetzt nochmal hier ein bisschen durchdrehen, hier am Rad. Und dann soll es das für heute nämlich auch erstmal soweit gewesen sein. So, wir haben hier, ja, das ist immer ganz cool, dass man das Schild auch verwerten kann als Waffe. Hier das Teil, das kann niemand gebrauchen, ne? Das können wir zerlegen. Schmeißen wir noch was ins Klöchen. Boom, boom, was haben wir hier? Geschick haben wir hier. Nö, lohnt sich nicht. Okay, all it claw. Ja, dann haben wir das erstmal soweit. Hier ist noch ein Gürtel aus dem Wirbelwind, den muss ich noch die Tage irgendwie loswerden bei der Hexe. Und ja, dann war es das erstmal soweit gewesen. Kleines Status-Update hier von W50, so sieht's aus. Und ja, wenn es euch gefallen hat, dann lasst gerne Bewertung und Kommentar dazu da. Ansonsten wünsche ich euch noch einen super schönen Tag. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Haut rein und bis zum nächsten Mal.